Der nächste Tag. Zeit für Action. Sandra hat eine Verabredung mit Bauchkribbelgarantie organisiert. Pavel und André bekommen ihre zweite Chance unter verschärften Bedingungen. Es geht zum Hausrunning. Ganz nach dem Motto, wenn man mit jemandem einen Hausstand gründen will, sollte man sich erstmal von einem abseilen. Hi Sandra! Hallo Evelyn! Und hast du schon ein bisschen Ängste? Ich geht's dir ja nicht. Aber du kommst doch mit heute, oder? Ja, ja. Und jetzt geht's eben darum, zu schauen, ob Evelyn sich auch fallen lassen kann und sich auch auf Neues einlassen kann. Du hast ja dann zwei Männer an deiner Seite. Ja. Hm? Die fangen mich natürlich nicht auf, wenn ich runterfalle. Die wollen natürlich selber dann irgendwie runterkommen. Das Gruppendate hat den Sinn, dass Evelyn hier schon dann auch erkennen kann, welche der Männer besser zu ihr passt. Und natürlich ist es auch interessant zu sehen, wie die Männer denn aufeinander reagieren. Ich glaube, bei Pavel, der macht's ja immer. Der läuft ja, der hat mir schon erzählt, dass er oft Berge hochläuft. Aha. Und deswegen glaube ich, hat er Riesenspaß heute. Okay, also der hätte einen Vorteil, ne? Also genau, der hätte einen Vorteil. Wenn ich mich so an das Speed-Dating mit Pavel erinnere, habe ich gute Erinnerungen. Ich glaube, er war auch der Einzige, der mir so nah gekommen ist. Deswegen werde ich heute besonders darauf achten, ob wir uns vielleicht noch näher kommen. Bei André, weiß ich nicht. Also ich glaube, der wird auch so ein bisschen Respekt haben. Aber der wird sich mit dir schon auch reinstürzen. Wir müssen mal gucken, wie das wird. Ja. André hat ein Überraschungsei mitgebracht und vielleicht ist er tatsächlich auch die Überraschung für Evelyn. Er hat sie sehr imponiert mit einer angenehmen Männlichkeit. Sie haben auch viele Gemeinsamkeiten und ich glaube, dass sich Evelyn bei André auch als Frau sehr wohl fühlt. Mir geht es darum, dass du dich in das Abenteuer Liebe hineinstürzt, dass du dich öffnest, dass du deine vergangenen Erfahrungen weglässt, dass du im Hier und Jetzt ankommst und deine Gefühle spürst und zulassen kannst. Das ist sozusagen die Übung. Sandra, eins kann ich dir sagen. Ich habe schon so viele Gefühle in mir drin gerade, wenn ich nur da hochgucke. Wenn ich jetzt da runterfalle, dann habe ich gar keine Gefühle mehr. Ich werde niemals die Liebe meines Lebens kennenlernen und es ist alles vorbei. Wer liebt, dem wachsen Flügel. Also Beeilung. Ich glaube. Ta-ta-ta, ich spüre es schon in meinem Rücken. Oh. Irgendwas kommt angelaufen. Irgendwas. Hi! Guck wie geht's? Mal. Alles gut? Ja. Hi, grüß euch. Wie geht's euch? Upsala. Ja. Ich habe jetzt schon Erfahrungen gesammelt mit Chris und Saki auf einem Gruppendate. Jetzt weiß ich auch ungefähr, wie man mit zwei Männern auf einmal umgeht. Man darf den einen nicht vernachlässigen, sonst wird der andere zickig. Ist es wie bei Frauen. Ich sehe schon beim Angst, André so ein bisschen in den Augen. Du hast schon großen Respekt, oder? Ich habe auf jeden Fall riesen Respekt davor. Bei dir sehe ich die Happy Augen. Also da sind Smiles in seinen Augen drin. Er liebt es, der kann schon gar nicht erwarten. Du würdest am besten schon heute 20 Mal hoch und runter laufen, ne? War so die erste Annahme. Ich wusste es. Ja. Ist House Running auch für einen Bergsteiger eine Herausforderung oder ein alter Hut? Macht aber trotzdem teilweise eine Aufregung, weil es halt noch mal eine ganz andere Situation ist, mit Evelyn da zusammenzustehen und irgendwas zu tun. Der Worst Case wäre, wenn ich die Feuerwehr hier oben runterholen müsste. So, ich würde aber sagen, du hast gefühlt 70.000 Stufen, dir zu überlegen, mit wem von den beiden du dich hier die Wand runterwirfst. Ich weiß ja, dass heute die Stunde der Stunden schlägt. Das heißt, Evelyn könnte sich heute entscheiden. Das Treppenhaus, das war komplett voller Treppen. Daher auch der Name. Und natürlich müssen noch alle Treppen hochsteigen. Prinzip erkannt. Bist du so ein Angsthase? Oder nee, eher so probierfreudig. Probierfreudig, okay. Ja. Es wurde eigentlich schon bei den ersten 30 Treppen anstrengend. Wenn man dabei spricht. Es gibt ja im Fitnessstudio ein Gerät, das ist ja aktuell total in. Das machen auch die ganzen Kardashians und so. Die laufen immer Treppen. Kennt ihr das? Stairmaster. Wie heißt das? Stairmaster. Okay, dann weißt du mehr als ich. Stairmaster. Ja. Machst du das ab und zu? Nee. Das soll richtig gut für den Po sein. Echt? Ja, Treppen laufen soll. War das jetzt ein Hinweis? Nee. Nein, nein. Ich wollte es nur mal so sagen. Okay. Als die letzten Treppen kamen, wo ich dann komplett am Ende war und am Schwitzen war und mein ganzer Rücken schon nass war, dann habe ich mich getraut und habe den André gefragt, ob er mich nicht Huckepack nehmen kann. Hat er auch dann getan. Oh mein Gott, ich bin so eine faule Sau. Starker Mann. Sehr gut, die erste Challenge ist schon mal bestanden.
So, hallo. Hi. Tolle Männer habe ich mit mir, oder? Seid ihr so hochgekommen? Seid ihr so den ganzen Weg hochgekommen? So gehen wir auch runter. Halb, ja. So gehen wir auch runter, genau, okay. Wenn ich dann überhaupt runtergehe. Herzlich willkommen, mein Name ist Raimund. Hi. Ich bin hier euer Sicherheitsguide. Ich erkläre euch einmal kurz, was jetzt gleich hier passiert. Ihr seid an zwei Seilen gesichert. Ein Seil, mit dem sichere ich euch, mit dem anderen sichert ihr euch dann. Ihr steht gleich hier an der Kante. Mit dem anderen Seil sichern wir uns. Ja. Mit oh mein Gott, das wird, glaube ich, schwierig. Da muss man sich Sachen merken, oder? Wie man sich dann sichert. Genau, du müsstest dir so ein, zwei Sachen merken. Aber das, man kann nichts falsch machen. Ich schreibe es mir auf. Alles klar, ihr steht gleich an der Kante. Habt das Seil vor euch und lasst euch langsam nach vorne kippen. Das ist wie beim Abseilen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Habt ihr das Ja, wir haben hier einen Profi dabei, tatsächlich. Profi, also rückwärts ist möglich, aber vorwärts habe ich auch noch nicht so oft. Rückwärts ist möglich, aber vorwärts habe ich auch noch nicht so oft. Du sagst, du läufst. Dann musst du dir, glaube ich, einen Partner aussuchen, mit dem du dann da runterlaufen kannst. Genau, das muss ich tatsächlich machen, ja. Vor solchen Entscheidungen renne ich öfters mal weg. Oh mein Gott, das ist wirklich... Okay, ich muss mich entscheiden, ne? Ich weiß. Ach, hör auf, wie ich das soll jetzt tun. Augen zu und durch. Was meinst du? Augen zu und durch. Augen zu und durch, ne? Pavel, ich glaube, ich entscheide mich für mich. Du musst mir nur versprechen, dass du mich schnell hier runterbringst, okay? Ja. Ja? Ja. Dann würde ich tatsächlich Pavel nehmen. Aber, André, es ist nichts gegen dich. Alles gut. Ich mag dich trotzdem als Mensch. Alles gut. Das ist ja immer diese Ausrede, die eigentlich niemand hören will. Es liegt nicht an dir. Ich gucke euch zu. Es liegt an mir. Es kam einfach, das Gefühl war einfach in mir drin, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt, ich mache es mit Pavel zusammen. Pavel ist meine Sicherheit in dem Fall, weil er so oft Berge hochklettert. Ich sehe schon deine gierigen Augen, Pavel. Das ist doch nicht schlimm. Zieh es an und kletter mit mir runter. Machen wir. Okay, sehr gut. Perfekt. Als die Entscheidung gefallen ist, dass ich es nicht bin, war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich gehofft hatte, mit Evelyn runtergehen zu können. Der Trick bei Höhenangst, erstmal durchs Handy runtergucken. Alles klar, dann mache ich euch beiden jetzt erstmal, ich habe euch ja gesagt. Ja. Oh mein Gott. Nee, ne? Ich muss auch mal runtergucken. Ja. Das hat man gar nicht runtergeguckt. Also, die Menschen sehen so klein aus von hier oben. Sandra, ich hasse dich, dass du mich überredet hast. Wo ist meine Schokolade? Ja. Zeig mir die Schokolade. Okay, ich komme. Hilfe, ich hab Schiss. Ich muss dich einmal umarmen. Oh mein Gott, mein Herz pocht. Hilfe. Willst du kurz an mein Herz fassen? Nicht an die Brust fassen, nur ans Herz. Und, hörst du es pochen? Nee. Nee? Das sind die Jacken. Ihr stellt euch beide gleich breitbeinig an die Kante. Die Zehenspitzen gehen schon über die Kante. Mhm, das kann ich gut. Ihr habt das, bei dir das rote Seil, bei dir das schwarze Seil. Ja. Lasst ihr so über die Schulter laufen. Körperspannung, genau. Dann habt ihr... Kein Problem, mich irgendwie an die Bergkanten zu setzen. Ich habe kein Problem damit, da runter zu gucken. Ich habe einfach das Problem, einfach, glaube ich, gerade diesen Überschritt. Pavel, komm, das kannst du mir jetzt nicht antun. Oder sollen wir einfach nicht runterlaufen? Wir können jetzt auch noch abbrechen. Wenn du sagst, du hast jetzt Schiss und möchtest nicht runterlaufen, dann bin ich die Erste, die dich umarmt und sagt, es ist gar kein Problem, ich mag dich trotzdem. Ich muss tatsächlich sagen, ich bekomme jetzt langsam noch mehr Angst, als ich gerade hatte durch Pavel. Pavel weiß, was ich gehe vor. Super, cool. Komm, ich gehe jetzt. Oh mein Gott, Hilfe! Nee, Evelyn, sei mir nicht böse, aber das ist nicht. Möchtest du nicht? Wir können auch ganz schnell einfach runterlaufen. Hand in Hand, Pavel. Als Pavel dann dennoch einen Rückzieher gemacht hat, war ich total im Schock. Ich habe mir gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Was ist denn passiert? An wem liegt es? Liegt es vielleicht an mir? Ist er zu aufgeregt? Sollen wir nicht? Das ist nicht. Willst du noch mal einatmen und ausatmen? Und dir vielleicht versuche ich schon die ganze Zeit, aber es hilft nicht. Ich würde dann gerne in dem Moment jetzt sagen, nein. Du würdest gerne nein sagen? Ja, ich mache es auch. Also, als ich an die Kante getreten bin, war für mich so der Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte. Also macht Evelyn mit der Konkurrenz eine bindende Erfahrung. Pavel, voll okay. Ganz ehrlich, das ist dein Gefühl.
wenn du kein Gefühl dafür hast, es ist wirklich... Nee, man muss ja auch ein Gefühl dafür haben. Wenn du Schiss hast oder wenn du keinen Bock hast, da runterzugehen, das ist halt ehrlich. Männer können auch Gefühle haben und Emotionen. Alles gut. Eine Hauswand ist kein Berg. Ob Pavel je die Chance bekommt, Evelyn seine Art Höhenflug zu zeigen? Ich habe da ein bisschen die Chance gewittert. Okay, jetzt habe ich doch noch die Chance. Burdecki-Dates sind dornige Chancen. Danke. Ja, mit Sicherheit. André, du schaffst das. Komm, ja. Warte, stell dich an die Kante. Ich zeig dir es mal ein bisschen. Und jetzt nach vorne, ne? Ja. Ich glaube, die Überwindung ist das Wichtige, dass du es machst. Wann gehe ich denn den ersten? André, sorry! Geht's? Okay. Das macht Spaß! André, alles Sommer? Okay? Ja, soll ich dir helfen? Nee. Wie gehe ich denn mit dem Seil? Achso, ja. Komm. Kommst du? Ja, ich komme. Hilfe! Hilfe! Ich war ein bisschen überrascht, weil sie so extrem nach vorne geschossen ist. Was ich aber total mega fand, weil das ist halt, was ich an der Frau mag, wenn sie auch wirklich aktiv nach vorne geht. Oh mein Gott. Super. Jetzt ist gut. Bei dir auch? Ein bisschen schneller, André. We're singing in the rain. Ey, warte mal, mit ein bisschen schneller? Nee? So haben wir nicht gewettet. Ach so, okay. Und ich wurde dann irgendwann schneller und habe gar nicht mehr gemerkt, wo ich gerade laufe. Also ich habe mir gedacht, ich laufe gerade auf der Straße. Ja, das hast du noch nie gemacht? Nee, noch nie mal im ganzen Leben. Verarsch mich nicht. Wirklich, ernsthaft. Echt nicht? Nee. Ist ein echt cooles zweites Date, muss ich sagen. Ist geil, oder? Ja. Außer, übrigens, dass mein Kopf bestimmt gerade rot ist, wie so ein kleines Schweinchen. Sehe ich bestimmt gerade aus. Ist weil egal. Das ganze Blut in meinen Kopf fließt. Schau mich mal kurz an. Hi! Hey, gut siehst du aus! Gleichfalls, ne? Ja, danke! Aber ich spuck schon hier vor Freude. Du spuckst schon hier rum! Vor Freude ist das. Das ja war nicht so abgemacht, dass nee du schon beim ersten Date rumspuckst. Und wenn du dann auf dieser Mauer bist, ist es natürlich hoch, aber du musst einfach machen. Weil es gibt ja keinen Weg mehr, der hochgeht. Du kannst ja nur noch runter. Gib mir deine Hand, André, komm! Na, warte, so weit bin ich nicht. Bist du noch nicht so weit? Ich zieh dich mit runter. Nein. Nee, willst du nicht? Du ziehst mich nicht runter. Okay, wenn du meine Hand nicht fassen willst, dann nicht. Können wir darüber am Boden noch mal reden? Ja. Da würde ich mal sagen, Chance verpasst, André. Nein. Er wollte meine Hand nicht nehmen. Ja. Nö. Das war's jetzt. Wow. Warte. La. Na, alles klar? Ja, bei dir so? Ich hänge ab und du? Ich auch, ich hänge rum. Das Runterrennen war wirklich ein richtig geiles Gefühl. Und ich wollte einfach nur nach unten rennen, weil ich so dringend auf Toilette musste. Oh, ist das toll. Ist super. Gratuliere. Ich muss sie einmal kurz hinsetzen. So toll. Oh, ist das schön. Oh. Toll. Aber du, jetzt bin ich mal gespannt. André, warum bist ja du hier? Ich habe ja eher gedacht, dass sie sich für Pavel entscheidet wegen dem Klettervorsprung hier, ne? Was war da oben? Wie kommt es, dass ihr beiden jetzt hier seid? Es gab einen kleinen Tausch. Einen kleinen Tausch. Also es war eine mega Erfahrung, das zum einen, dann noch zusammen mit Evelyn an der Seite. Kurze Nachbesprechung. Wer kommt weiter? So, erzählt mal, was war los, Pavel? Wieso hast du dann am Ende gesagt, ich mach's doch nicht, Evelyn, es tut mir voll leid, aber ich kann einfach nicht. Es war halt einfach so ein bisschen so ein Sicherheitsdenken auch für dich. Dass ja einfach, wenn ich einen Fehler mache, dass dann bei dir ja auch irgendwas passiert. Und das wollte ich. Immerhin eine originelle Ausrede. Gleiches Leid, gleich einfaches Leid. Ganz normales Beziehungsschema, ne? Genau. Ja, André. Ja. Erzähl mal. Krasse Erfahrung auf jeden Fall. Krasse Erfahrung. Ja, extrem. Also da am Abgrund zu stehen ja und dann diesen Schritt nach vorne zu machen. Ich meine, du warst ja schon fast unten, als ich überhaupt da stand. Ne? Ich weiß auch nicht, was auf einmal krass mit mir ja los war. Der André hat mich schon gefragt, Evelyn, sag mal, was hast du da vor? Hast du irgendwas gegessen ja oder genommen? Oder hast du dir irgendwas ja geschmissen? Nein, habe ich nicht. Ich war einfach auf einmal voller Adrenalin, ja, weil ich irgendwie, glaube ich, eure Energie geklaut habe. Ich bereue dann nur doch nicht, die Hand genommen zu haben. Da war ich dann aber stimmt zu sehr, ja. Ich habe es dir angeboten, du wolltest es nicht. Und dann irgendwann wolltest du, dann habe ich gesagt, Pech ja gehabt, lieber ja André. Jetzt kriegst du nicht mehr meine Hand. Aber ich war auch schon weiter vorne. Ja, eben. Das hätte sowieso nicht geklappt. Du warst ja schon fast unten wieder. Das hätte unsere Hände zerrissen. Das wollte ich nicht. Nein, okay. Ne? Ja, zurücksichtsvoll. Cool. Nee, ja, aber mega coole Erfahrung.
Ja, oder? Darunter, ja. Wenn man einmal da unten diesen Schritt gemacht hat, dann ist das richtig gut. Wenn ihr Lust habt, ich will euch auch nicht zwingen, jetzt, dass ihr mich jetzt hier weiter kennenlernt. Also ihr könnt auch sagen, nee, an dieser Stelle, Evelyn, du bist total süß und nett, aber no way, irgendwie bist du komisch. Ach, Evelyn, du bist so süß. Wenn ihr das denkt, da ist die Tür, dann könnt ihr jetzt gehen. Aber ich glaube, wir verstehen uns alle drei, oder? Ja, doch. Deswegen lade ich euch morgen ein. Und wisst ihr zu was? Ratet mal. Süßigkeit. Dankeschön. Genau. Ich treffe euch morgen zum Kuchen und zum Kaffee. Ich habe mich entschieden, beide weiter zu daten, weil beide einfach coole Socken sind. Keine komischen Fragen stellen oder irgendwie versuchen, mich komisch anzumachen oder nervig sind. So, jetzt habe ich für euch eine kleine Challenge. Um mehr über euch zu erfahren, würde ich gerne, dass ihr mir, Trommelwirbel, eure Lieblingskuchen mitbringt. Google nächste vegane Bäckerei. Mach mal. Sehr gut. Lass dich bloß nicht erwischen. Na dann. Alles klar, dann würde ich sagen, die Zeit tickt. Aber wir haben doch keine Uhr. Mir wird immer warm, wenn ich die Jungs sehe. Aber es ist so eine Wärme von, oh wow, sowas hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Und es kann auch sein, dass diese Wärme in Richtung Herz geht. Ich weiß es noch nicht. Zum Glück kennt sich jemand mit dieser Art Wärme aus. Wie hast du dich jetzt entschieden nach diesem heutigen House-Running-Date? Ich habe mich entschieden, tatsächlich beide mitzunehmen. Ja. Weil ich es bei beiden stark finde, wie sie damit umgegangen sind. Und du fühlst dich gut bei denen? Ich fühle mich gut. Also man kann mit denen cool sprechen, die sind witzig, die sind unterhaltsam. Die sind sehr charmant, die sind respektvoll. So, das brauche ich. Sehr schön, okay. Genau. Okay. Ja, ich finde, du machst alles richtig. Ne? Du siehst das Positive, die positiven Eigenschaften. Du hast eine tolle Zeit mit ihnen gehabt. Und dass du auch beide mitnimmst, finde ich großartig. Ja. Wen nimmst du denn vom Bonbon-Date mit? Ich denke den Chris. Tatsächlich? Ja. Evelyn ist mit dem heutigen Dating-Tag richtig auch angekommen in diesem Prozess, sich einzulassen auf einen Mann. Ich glaube, jetzt erst fühlt sie sich auch sicherer mit den Männern und sie traut sich ab jetzt mehr.